Das Honor 9 ist da. Etwas früher als letztes Jahr stellt Honor sein Flaggschiff-Smartphone vor. Neben einigen Überraschungen, wie dem Fingerprint auf der Front, hat man die Leistung des Gerätes konsequent angezogen. Schauen wir uns das Gerät doch einmal genauer an. Wer das Honor 9 das erste Mal in die Hand nimmt, bekommt direkt das Gefühl, ein Premium-Smartphone in der Hand zu halten. Dazu trägt natürlich die Glasseite auf der Rückseite bei, sowie die saubere Verarbeitung. Auf der Rückseite tanzt das Licht und sorgt so für einige schöne Effekte, die man selbst leider nur nie sieht, da man ja vordergründig auf die Front des Smartphones schaut. Loben möchte ich Honor dafür, dass sie abermals das Design nicht durch einen Kamerabump zerstören. Wer sein Honor 9 langfristig schützen möchte, kann hierfür die direkt mitgelieferte Schutzhülle nutzen. Ich kann dies wirklich nur empfehlen, denn mein Honor 9 hat rückseitig schon den ersten Kratzer. Mich hält eine recht scharfe Kante auf der Rückseite des Cases davon ab, jenes zu benutzen, da ich diese für sehr unbequem halte. In Rücksprache mit anderen Honor 9 Nutzern habe ich erfahren, dass ich damit recht alleine dastehe. Ich gehe außerdem davon aus, dass man demnächst genug andere kaufen kann. Für den Anfang reicht sie aber auf jeden Fall aus. Die Front des Honor 9 wird von einem 5.1.5 Zoll Display eingenommen. Der Full HD Screen löst mit 1920x1080 Pixeln auf. Die Blickwinkel sind gewohnt gut und auch die Farbdarstellung kann überzeugen. Auf Eingaben reagiert das Honor 9 zügig. Ghost Touches oder ähnliche Probleme konnte ich nicht feststellen. Dank der bereits erwähnten 5.1.5 Zoll Display-Diagonale bleibt das Honor 9 kompakt und lässt sich gut mit einer Hand bedienen. Im Inneren tickt ein HiSilicon 960 Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,4 GHz. Der aus dem Huawei P10 bekannte 8-Kerner verrichtet seinen Dienst im Honor 9 erwartungsgemäß zügig. Die alltägliche Navigation durch Android gelingt flüssig. Ähnlich sieht es auch bei der Nutzung von Apps und Games aus. Der Nutzer muss nicht lange auf gestartete Apps warten, Spiele geraten nicht ins Stocken und Videos laufen selbstverständlich auch flüssig. Eben erwähnte ich ja schon, dass der Prozessor auch im Huawei P10 tickt. Die Liste geht aber noch weiter. Das Huawei P10 Plus, das Mate 9 sowie Pro, das Huawei V9 und das Honor 8 Pro setzen ebenfalls in all ihren verschiedenen Varianten auf den aktuellen Top-Prozessor aus dem Hause Huawei. Im Honor 8 Pro konnte ich mich bereits von der Leistung des Prozessors überzeugen und es ist schön zu sehen, dass jener nun auch im deutlich kompakteren Honor 9 tickt. Das Honor 9 dürfte auch das günstigste Gerät mit dem HiSilicon 960 sein. Ähnlich wie bei allen anderen Geräten gibt es verschiedene Hardware-Kombinationen, was RAM und interner Speicher anbelangt. An Bord sind in meiner Version 4 GB RAM sowie 64 GB Speicherplatz. Bisher habe ich den Arbeitsspeicher noch nicht gänzlich voll bekommen. Das Honor 9 ist folglich gut gerüstet für die Zukunft. UFS-Speicher ist leider nicht mit an Bord. Stattdessen wird das Honor 9 mit eMMC-Speicher ausgeliefert. Euch reicht der interne Speicherplatz nicht aus? Kein Problem. In einen der beiden SIM-Kartenschächte könnt ihr eine SD-Karte verbauen. Das mit der Hitzeentwicklung ist so eine Sache. Ein Kumpel von mir sagte, aktuell wird alles warm, auch ich werde warm, Grüße an Ümit. Ungefähr so muss ich auch das Honor 9 bei diesen Temperaturen fühlen. Denn es wird auch warm. Einer Wertung möchte ich mich enthalten, schließlich ist es gerade wirklich einfach heiß. Die 41 Grad reichte ich nach einer Map Modern Combat 5. Im Alltag, also beim Pendeln mit Social Media und hin und wieder Snapchat, bleibt das Honor 9 aber erfreulich kühl. Geladen wird das Honor 9 via USB-C. Honor setzt auf einen USB 2.0 Port. Auch USB-C OTG ist mit an Bord. Ihr könnt also USB-Sticks an das Honor 9 schließen. Trotz des neuen Anschlusses können sich Nutzer über einen Klinkenanschluss freuen. Trotz USB-C und USB-C OTG funktionieren USB-C-Kopfhörer wie die von Lee Echo leider nicht. Man kann jetzt natürlich argumentieren, klar, die sind ja auch von Lee Echo. Allerdings laufen die mit so ziemlich jedem USB-C-Smartphone, das ich hier getestet habe, sowie mit dem MacBook Pro 2016. USB-C-Kopfhörer hat Honor meines Wissens nach nicht im Angebot. Dafür konnte ich ein paar Tage mit den Honor Hybrid Earphones verbringen. Das ist aber eine Geschichte für ein anderes Review. Das Honor 9 setzt auf einen Mono-Speaker an der unteren rechten Seite. Dieser hat ordentlich Wumms und wird überraschend laut. Da der Speaker auf der rechten Seite sitzt, verdeckt man ihn nicht, wenn man zum Beispiel Asphalt spielt. Dass diese vorteilhafte Positionierung nicht selbstverständlich ist, hat uns im letzten Jahr das OnePlus 3T gezeigt. Somit Daumen hoch, Honor. Ein wenig schade finde ich, dass man sich das Stereo-Feature anderer Smartphones, die hierfür die Ohrmuschel nutzen, nicht abgeguckt hat. In Sachen Mikrofonqualität kann ich nicht klagen. Zum einen hört ihr mich gerade über das Honor 9 sprechen und zum anderen haben sich meine Gesprächspartner nicht beschwert. Auch WhatsApp-Sprachnotizen sind kein Problem mit dem Honor 9. Das Honor 9 kommt mit einem Fingerprint auf der Vorderseite daher.
Als alter Apple-Hase bin ich davon natürlich total begeistert. Erfreulicherweise hält die Begeisterung auch während der Benutzung an. Das Honor 9 erkennt meine Finger direkt und entsperrt den Homescreen. In den aller seltensten Fällen musste ich meinen Finger zweimal auflegen. Aber das kommt wirklich sehr selten vor. Für mich ist der Fingerprint auf der Vorderseite der entscheidende Vorteil des Honor 9 zum Honor 8. Teilweise war es mir sogar möglich, das Gerät mit nassen Fingern zu entsperren. Dazu kann ich nur sagen, I like. Auf dem Honor 9 läuft Android 7 unter der Maske von Emotion UI 5.1. Der bunte, etwas verspielte Aufsatz von Huawei kann mit einigen nützlichen Features wie der Timeline bei Benachrichtigungen überzeugen. Von Stock Android kann man längst kaum weiter entfernt sein. Gefühlt wurde jeder Pixel einzeln angepasst. Beim Honor 9 handelt es sich um ein Dual-Kamera-Smartphone. Die Hauptkameras lösen mit 20 bzw. 12 Megapixeln auf. Bei der 20-Megapixel-Kamera handelt es sich um einen reinen Schwarz-Weiß-Sensor, während die 12-Megapixel-Cam auch Farbe aufnimmt. Das Honor 9 hat einen zweifachen, nicht digitalen Zoom. Ich lasse es mir jetzt mal schmecken. Heute wird ein ziemlich warmer Tag, bis zu 32 Grad. Ich hoffe, ihr habt eure Shorts eingepackt. Darf ich Ihnen präsentieren? Die coolste Ente der ganzen Stadt. Aber sie hat ihren Hut verloren. Wo ist dein Hut, Ente? So, mein Dienst hat noch nicht angefangen. Dafür habe ich mir diesen kleinen Snack besorgt. Ja, ich weiß, ich esse immer ganz schön viel in diesen Vlogs. Aber es ist alles so lecker. Und außerdem ist Essen viel einfacher als Sport machen. Okay, ich muss zugeben, das ist sogar schon meine zweite Portion gerade. Ich liebe Couscous. Mit Couscous kann man mich echt fangen. So, es ist Zeit, dass wir ein bisschen Spaß haben im kühlen Nass. Eine Abkühlung ist definitiv nötig. Okay, es sind immer noch 32 Grad draußen. Zeit für eine richtige Erfrischung. Jetzt erstmal eine kleine Stärkung. Guten Hunger. Wir fahren jetzt die extra lange Monsterrunde. Die extra lange Monsterrunde beginnt. Wir fliegen hoch. Ich muss sagen, die extra lange Monsterrunde ist ein Hit, aber sie ist irgendwie, glaube ich, gerade zu Ende. Das ist schade. Mist. Nochmal! Selfies werden mit 8 Megapixeln geschossen. Die Frontkamera hat zwei Besonderheiten. Zum einen kann auch hier der Hintergrund unscharf gestellt werden. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ihr müsst also ein bisschen herumexperimentieren. Aber auch ohne Unschärfe im Hintergrund gelingen gute Selfies. Die zweite Besonderheit ist der elektronische Bildstabilisator, kurz EIS. Aber Achtung, jener kostet euch etwas Bildfläche. Ich rate trotzdem dazu, jenen zu aktivieren, um schönere Aufnahmen zu erhalten. Wie ihr in diesen beiden Beispielclips seht, ist der Unterschied doch schon recht groß und sichtbar. Das zweite hat deutlich mehr Bildfläche. Dafür ist das erste angenehm ruhig, auch währenddem ich laufe. Wer sich jetzt übrigens fragt, warum ich gerade nicht geredet habe während beiden Samples, zumindest in Final Cut Pro wird der Ton ein bisschen unsynchron im Video wiedergegeben. Die Frontkamera nimmt nur bei Full HD mit 30 Frames per Second auf. Falls ihr euch wundert, ja, ich trage immer noch den Dash Pro von Bracky. Die sind richtig, richtig cool, ganz im Gegensatz zum ersten Dash. Während der Karussellfahrt habt ihr schon gesehen, Honor holt schon einiges aus der Frontkamera heraus. So konnte ich auch während dem schummrigen Licht auf der Johannisnacht immer noch gute Selfies schießen. Natürlich, wenn es richtig dunkel ist, dann wird es schon ein bisschen enger. Aber das Honor 9 verwandelt sein Display zu einem Blitz, sodass ihr auch die dunkelsten Situationen nochmal etwas aufhellen könnt. Zugegebenermaßen, Kamera- und Videoaufnahmen nehmen einen großen Teil meiner Reviews ein. Dementsprechend war der Schnitt zum Beispiel von der Karussellfahrt auch recht aufwendig. Das muss aber nicht sein. Das Honor 9 hat GoPro Quick mit an Bord. Damit könnt ihr ganz einfach kleine Filmchen schneiden und diese zum Beispiel auf Instagram posten. Das geht auch sehr viel schneller als der Schnitt am PC.
Ihr spart also Zeit und kriegt eure Message raus. Und vor allem, ihr vergesst nicht, das Video zu teilen. GoPro Quick erinnert mich persönlich ein bisschen an den Versuch von TomTom, wo Videos automatisch geschnitten wurden, sodass sie schnell und einfach verfügbar sind. Weil die meisten Videos, die man so aufnimmt, auf dem internen Speicher vergammeln. Ich würde sagen, dass das bei Smartphone-Fotos nicht der Fall ist. Bei Videos sieht das allerdings wieder ganz anders aus. Man nimmt ein Video auf, teilt es vielleicht im privaten Kreis, denkt sich aber, dass für einen öffentlichen Post der Feinschliff doch ein wenig fehlt. GoPro Quick kann hier helfen, indem mit ganz einfachen Handgriffen ein schönes Video erstellt wird. Hin und wieder muss man ein bisschen schauen, welches Template wirklich passt, aber wenn man das gemacht hat, können schon schöne Sachen bei rumkommen. Und das manchmal, ganz ohne, dass ihr was nachschneiden müsst. Das ist aber durchaus möglich. Das Honor 9 macht alles, was das Honor 8 gemacht hat, ähnlich gut und einiges davon sogar besser. Dazu bleibt es im Gegensatz zum Honor 8 Pro erfreulich kompakt und wandert auch günstiger über die Ladentheke. Wer allerdings bereits ein Honor 8 hat, sollte sich überlegen, ob er dieses Jahr wirklich ein neues Smartphone braucht. Für alle anderen hat Honor hier ein interessantes Gesamtpaket geschnürt, das für etwas über 400 Euro sehr verlockend klingt. Mich würde interessieren, was ihr von der Kamera haltet, deren Extra-Features und ob das Honor 9 für euch in Frage kommt. Solltet ihr dieses Video direkt zum Marktstart des Honor 9 sehen, dann aufgepasst! Bis zum 11. Juli 2017 gibt es eine Cashback-Aktion, mit der ihr 30 Euro beim Honor 9 sparen könnt. Somit kostet die kleinere Variante nur 400 statt 429 Euro. Ihr habt noch Fragen zum Honor 9? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.